Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und in der letzten Folge habe ich ja nicht so richtig produktiv irgendwas gemacht. Aber in dieser Folge werden wir sehr produktiv sein, denn wir werden uns vorbereiten auf den Kampf mit dem Enderdrachen und auch hoffentlich das Enderportal finden in dieser Serie oder in dieser Serie wahrscheinlich, in dieser Folge. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen für den Enderdrachenkampf ist ein guter Bogen. Und deswegen bin ich hier bei der XP-Farm und sammle noch ein bisschen XP und irgendwie ist die kaputt, keine Ahnung. Also hier sind voll viele Höhlenspinnen immer mal wieder draußen, das ist ziemlich nervig. Aber ich hoffe, dass ich jetzt von den letzten hier nochmal Level 36 dann voll kriege, weil das müsste eigentlich hoffentlich reichen für einen guten Bogen. So, und dann können wir hier auch direkt verschwinden. Ich muss mal kurz noch den Ton lauter machen. So, und hier leise an den Kopfhörern, sonst ist das zu laut. Ist das so? Ja, das geht. Okay. Ja, ich habe hier noch ein bisschen gespielt. Ich habe auch noch ein paar Enderperlen gefunden und auch noch ein paar Blaze Rods mir geschnappt. Denn wir müssen auch noch ein bisschen verzaubern. Wie gesagt, wir müssen auch noch brauen und wir müssen noch ein bisschen halt ein paar Sachen vorbereiten für den Endkampf gegen den Enderdrachen, beziehungsweise eben auch für die Reise dorthin. Und ich habe direkt schon was vergessen. Wir brauchen nämlich auch noch Lava. Nee, wir brauchen Obsidian. Dafür brauche ich erstmal einen Wassereimer. Also müssen wir doch nach oben. Denn wir machen auch noch Ender-Chests. Das wird dafür sorgen, dass wir halt ein bisschen auf Nummer sicher gehen, so falls wir sterben und so weiter. Man weiß ja nie. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Bogen und ums Brauen und um die ganze Ausrüstung, und dann suchen wir halt das Endportal und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Und ja, insgesamt sind wir eigentlich schon relativ gut vorbereitet für den Kampf. Wir haben schon ein richtig gutes Schwert und schon eine richtig gute Rüstung eigentlich, abgesehen von der Hose, die ist noch nicht so nice. Wobei wir die eigentlich auch vielleicht mit ein bisschen Glück noch machen können. Ich glaube, ich crafte mal eine, einfach nur zur Sicherheit. So viel brauchen wir dann. So. Das sind 7 Stück. Die können wir schon mal craften. Und ich glaube, ich mache den erstmal vorher, bevor wir das Ganze hier machen, mache ich mal ein paar von diesen Gefäßen hier. Denn wir haben zum einen erstmal hier noch ein bisschen Honig, den wir uns holen können. Das habe ich noch nicht einmal gemacht tatsächlich, aber sollte man ja hin und wieder mal ernten. So, habe ich nämlich schon gesehen. Zack, und jetzt können die Bienen hier auch. Oh, Mist. Oder darf man das gar nicht? Aber man darf die gar nicht abholen, oder was? Sind die jetzt böse auf mich? Oh, da seht ihr, wie Profi ich mit Honig bin. Na gut, das war jetzt ein Schuss in den Ofen so ein bisschen. Dann holen wir uns halt Wasser. So, weil wir müssen ja gleich noch ein bisschen was brauen. Und dafür braucht man natürlich ein paar Wasserflaschen. So, und das passt alles genauso ins Inventar. Und die Biene ist ja immer noch hinter mir her. Läuft die mir jetzt für immer hinterher? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sie durch Wände kann. Naja, gut. So, irgendwo habe ich schon. Ja, genau. Hier habe ich schon ein bisschen vorbereitet, was wir alles so benutzen könnten. Und ich stelle jetzt mal die Braudinger da oben einfach mal hin. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal natürlich 3 Flaschen. Und da machen wir auch nochmal 3 Flaschen rein. Zack. Dann tue ich mal die übrigen alle hier rein. Und dann müssen wir jetzt nämlich, wie gesagt, ein bisschen was brauen. Und zwar brauchen wir dafür Blaze Rods. Dafür brauchen wir sogar ziemlich viel tatsächlich. So, zack, tue ich mal da rein. Und das ist jetzt so quasi die Füllung, damit wir jetzt was brauen können. Und dafür brauchen wir jetzt auch noch Netherwarzen. Und dann craften, oder was heißt craften, dann brauen wir uns nochmal ein paar von den Tränken, die wir brauchen. Und ich habe es überlegt, wir brauchen wahrscheinlich Heiltränke wären ganz gut, Stärketränke und Regenerationstränke. Das ist so das, was ich jetzt vorhabe. Und dafür machen wir da oben erstmal eine Netherwarze rein. Und dann haben wir so quasi die Vorstufe für alle möglichen Tränke. Und solange wir das machen, verzaubern wir. Und dafür brauche ich Holz. Ich brauche 3 Holz insgesamt, weil wir ja noch einen Bogen uns machen wollen. Jetzt haben wir auch eine Flasche Honig. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinsortieren soll. Ich mache den mal bei Essen rein. So, und habe ich Sticks? Ich habe Sticks. Ich nehme einfach mal ein paar mit hier. Machen wir mal 2 Bögen. So, zack. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen cooles Zeug bekommen für den Bogen. Und Essen brauchen wir auch natürlich noch mit. Ich habe halt ein paar Sachen, die zeige ich euch gleich mal. Und ich habe auch tatsächlich eine Checkliste gemacht, hier ins Buch geschrieben, damit ich nichts vergesse diesmal. Weil das wäre natürlich ein bisschen blöd. So, und wir schauen uns nochmal ein Buch. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier bekommen. Also, auf dem Buch kriegen wir Unendlichkeit. Das ist genau das, was wir gewollt haben. Protection 4 wäre auch richtig geil eigentlich. Und Power 3. Okay, wir nehmen zur Sicherheit schon mal das Infinity-Buch. Weil das ist nämlich das, was wir auf jeden Fall brauchen. Auf der Hose nochmal Protection 3, wäre nicht schlecht. Nochmal Infinity? What? Okay, krass. Und auf dem Bogen Unbreaking 3. Unbreaking 3 wäre eigentlich auch richtig gut. Das nehme ich auch mit. So, und jetzt kriegen wir hier was Gutes. Unbreaking 3 auf der Hose. Das könnte natürlich wieder mit allem Möglichen verbunden sein. Mache ich jetzt einfach mal YOLO. Und Protection. Ey, wir haben so ein Glück gehabt. Ohne Spaß, das ist der Wahnsinn. Es hat einfach direkt alles perfekt geklappt. Oh mein Gott, das ist lucky. Das ist richtig gut. So, jetzt müssen wir noch Infinity auf den Bogen packen. So, auf diesen Bogen hier, den wir schon irgendwo haben. Genau, auf den hier. Am besten wäre es eigentlich, wenn wir da nämlich nochmal Power 4 drauf machen. Dann haben wir nämlich Power 5. Dann machen wir noch Infinity drauf und eben Unbreaking vom anderen Bogen. Dann haben wir nämlich einen richtig nicen Bogen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das gut hinbekomme.
So, also ich mach mal, wenn ich Power 5 drauf mache, dann kostet das 5. Wenn ich das drauf mache, kostet das 4. Wenn ich die beiden zusammen crafte, ich glaube, ich mache das hier zuerst. Dann brauchen wir auf jeden Fall als nächstes Infinity und dann brauchen wir Power. Und dann haben wir einen richtig guten Bogen, den nennen wir natürlich Eriks Bogen. Zack, jetzt haben wir einen Bogen mit Power 5, mit Flamme 1, mit Unbreaking 3 und mit Infinity. Und Infinity ist halt wichtig, weil ich habe nur 10 Pfeile. Ja, das ist nicht so viel, aber gut, dass wir das haben. So, jetzt müssen wir hier schon mal Awkward Potions haben. Genau, daraus können wir jetzt nämlich im Endeffekt richtige Tränke machen. Und ich habe das hier auf dem zweiten Bildschirm offen. Wir brauchen Heiltränke, denke ich mal. Das wäre, glaube ich, gut. Wir brauchen Regenerationstränke und Stärketränke. Und für Heiltränke brauchen wir erstmal Melonen und Goldnuggets. Glaube ich. Ich glaube, das geht so. Werden wir jetzt rausfinden zusammen. So, und zwar, wenn ich jetzt hier theoretisch mir Goldnuggets mache und die da rumlege, kriege ich dann... Jawohl, kriege ich. Okay, super. So, das werden wir dann erstmal machen. Das kann ich schon mal oben tun. Oben hin tun. Und dann brauchen wir noch Stärke und Regeneration. Das wären, denke ich, so die Tränke, die man am ehesten braucht und die am praktischsten wären, so. Und was wir dann noch brauchen, ist gleich Obsidian. Das werde ich dann einfach so farmen. Und wir brauchen hier nochmal ein paar Enderperlen für Enderaugen. Mit der Hilfe von Enderaugen kann man nämlich zum einen das Portal... Oder wie machen wir das so, glaube ich, genau. Dann kann man zum einen das Portal finden und zum anderen auch auslösen. Und im schlimmsten Fall braucht man tatsächlich 12 Stück, glaube ich, um das Portal zu aktivieren. Und dann haben wir noch 4 über. Wobei wir auch noch Ender-Chests craften, und zwar will ich 3 Stück craften. Also hätten wir dann nur noch eine über. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ich glaube, ich mache dann doch nochmal ein paar mehr tatsächlich. Ich mache nochmal... Ja, eigentlich brauchen wir ja keine Blaze Rods mehr. Ich kann eigentlich alle dafür benutzen. So. Dann machen wir nämlich nochmal ein paar, einfach auf Nummer sicher zu gehen. Was wäre blöd, wenn wir mittendrin dann zurück müssten, irgendwie. So, die Tränke müssen jetzt schon fertig sein. Jetzt haben wir hier nämlich Instant Health Potions und die kann man wiederum nochmal verbessern. Und zwar funktioniert das, indem wir Glowstone dazugeben anscheinend. Das würde ich dann auch mal direkt machen, wenn wir Glowstone haben. Und dann gehe ich nämlich gleich einmal kurz in die Mine, hole nochmal 16, 24 Obsidian, damit wir uns die Sachen craften können, die wir möchten. Und dann machen wir noch ein paar Tränke noch weiter. Und theoretisch kann ich sogar noch Mending auf die Hose machen. Das müsste auch immer noch passen, weil ich ja noch 5 Level habe. Zack, das wollen wir hier oben hin tun. Machen wir Glowstone rein und hoffen, dass da das Richtige rauskommt. Und dann darf ich jetzt, wie gesagt, noch einmal schnell Obsidian holen. 24 Stück und dann machen wir weiter, wenn ich wieder am Start bin. So, ich habe jetzt das Obsidian mir geschnappt und damit können wir jetzt eben, wie gesagt, Ender Chests bauen. Und so machen wir 3 Stück davon. Eine nehmen wir mit, eine nehmen wir auch noch mit und eine lassen wir nur hier. Und die würde ich sagen, stellen wir hier hinten zum Bett. Leute, ich baue die hier mal schnell ab, stelle da eine Ender Chest hin. Und da tun wir jetzt erstmal alles rein hier, zack, zack, zack. Alles, was wir dann später vielleicht mal benutzen, aber jetzt halt gerade nicht. So, und die hier nehmen wir auf jeden Fall mit, wie gesagt. Dann Wasser nehmen wir mit. Die Enderaugen nehmen wir mit. Das Buch gucken wir uns gleich nochmal an, ob ich dann auch alles habe. Das Schwert lassen wir, das hätten wir eigentlich in der Mine lassen können. Ich guck mal nach den Tränken, ob das so funktioniert hat, wie ich gedacht habe. Scheint zu funktionieren. Wir haben jetzt Instant Health Potions. Also gute Möglichkeiten, um uns schnell wieder zu regenerieren. So, und jetzt wollen wir natürlich noch mehr Tränke machen. Das bedeutet, das schneiden wir uns auch wieder. Und jetzt machen wir mal die Stärketränke, würde ich sagen. So, müssen wir dafür auch wieder eine Netherwarze nehmen. Und 3 Tränke am besten, weil wir wollen ja möglichst viele haben. So, und für Stärke brauchen wir ja, mal kurz gucken. Regeneration brauchen wir auch. Natürlich Stärke, dafür brauchen wir Lohenstaub. Den haben wir ja schon, den können wir da gleich reintun. Und in der Zeit schnappe ich mir mal hier die Kartoffeln, die wir auch noch mitnehmen wollen. So, zack, und da habe ich jetzt schon Level 7, das bedeutet, wir können bestimmt damit auch unsere Hose nochmal mit Mending versehen. So, ja, weil das passt ja locker, oh, das ist gar nicht so teuer. Eriks Hose. Ja, wundervoll. Jetzt haben wir eigentlich schon mal so, was die Ausrüstung angeht, richtig guten Stuff. So, und die Spitzhacke nehme ich, glaube ich, auch lieber mit als meine richtig OP-Spitzhacke. Ganz einfach, weil falls ich sterbe, wäre die halt weg und das wäre nicht so toll. Und wir sortieren das jetzt mal eben schnell, das können wir auch nochmal machen. So, weil hier kommen dann später halt die ganzen Tränke rein, damit wir halt nicht alles im Inventar haben müssen. Und dann benutzen wir halt eine Enderkiste schon direkt, wenn wir halt da sind. So am Ende, damit wir halt da dann die ganzen Materialien, die wir halt brauchen, rausnehmen können. So, und ich glaube, ich habe jetzt das Wichtigste da drin. Das Totem of the Undying können wir natürlich auch mitnehmen. Und ein paar Enderperlen wären eigentlich auch gut, damit wir uns halt, falls wir irgendwo runterfallen, halt hoch teleportieren können quasi. So, ich spamme nochmal hier alles rein. Ich guck mal kurz ins Buch, was wir brauchen. Also Obsidian-Farm habe ich gemacht, 3 Enderkissen habe ich auch gemacht, Stärke und Heal machen wir gerade, Bogen haben wir gemacht, goldene Äpfel, sollten wir uns auch noch schnappen. Dazu gucke ich mal, ob wir, habe ich, nee, das Gold habe ich doch schon hier, oder?
Gold habe ich hier, Gold haben wir hier. Dann können wir uns nämlich noch ein paar Äpfel machen. Die sind nämlich auch gut zum Regenerieren. Apropos, wir können mal nach den Tränken gucken. Die sind bestimmt schon fertig, jawohl. Und da muss jetzt, wie gesagt, Lohin-Powder anscheinend noch rein. Ich hoffe, das funktioniert. So, zack, tun wir einfach mal rein und dann kriegen wir Stärketränke, hoffentlich. Wobei die theoretisch, wenn ich die nochmal verbessere, 8 Minuten halten müssen. Das bedeutet, so viel brauchen wir eigentlich nicht davon. Aber ja, besser zu viel als zu wenig, würde ich mal sagen. So, Äpfel haben wir da oben drin. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze hier, wie viel wir da rauskriegen. 6 Stück, immerhin, besser als nichts. Jetzt haben wir aber kein Gold mehr, das ist auch nicht so wichtig. Ja, wie gesagt, kann halt nicht schaden, einfach viel zu gut ausgerüstet zu sein. Ist halt besser als gar nicht ausgerüstet zu sein im Endeffekt. Deswegen übertreiben wir das Ganze mal. So, Betten brauchen wir auch, damit wir direkt da schlafen können. Damit wir halt, falls wir sterben, nicht diesen ganzen Weg dann nochmal zurücklaufen müssen. Ich weiß ja nicht, wie weit das End halt weg ist von uns. Das werden wir auch noch rausfinden. Und was wir dann noch craften, ist einmal Glowstone. Damit, oder wobei, nicht, glaube ich, nehme Redstone. Mit Redstone kann man nämlich, wie gesagt, die Tränke nochmal verlängern. Und das würde dann halt dafür sorgen, dass wir halt für die Stärketränke zum Beispiel, statt jetzt 3 Minuten, würden wir halt 8 Minuten lang Stärke haben. Das ist natürlich ziemlich stark. Und das machen wir dann auf jeden Fall. Und dann brauchen wir nur noch die Regenerationstränke. Und für Regeneration brauchen wir eine Geisterträne, also von den Ghasts aus der Hölle. Und da habe ich, glaube ich, nur noch eine am Start. Oder ich glaube, ich hatte sowieso nur eine am Start. Ne, 2 haben wir sogar. Aber ich nehme trotzdem mal nur eine. Ja, einfach. So viel werden wir davon hoffentlich nicht brauchen. Ich gebe mir zumindest Mühe, dass wir das nicht brauchen. So, jetzt haben wir hier 8 Minuten Stärketränke. Das ist natürlich auch richtig nice. Kommt direkt in die Kiste hier vorne. Und dann machen wir uns nochmal welche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und mit... Na, wobei, so viel kann ich ja gar nicht. Wir können ja nur 3 benutzen. So, zack, zack, zack. Und wenn das fertig ist, kann man das auch noch verlängern. Ich muss mich eben... Ich brauche nämlich nicht so viel. Aber das kann man auch verlängern auf 1 Minute 30 Regeneration. Das ist natürlich richtig stark. Und das sollte auch reichen. Und dann können wir uns jetzt schon mal richtig ausrüsten mit dem Zeug, das wir mitnehmen wollen. Ich kann mal hier kurz reingucken, hier habe ich das auch nochmal geschrieben. Goldäpfel und Essen haben wir und Stärke und Heal haben wir auch. Das bedeutet, wir brauchen ein Bett, wir brauchen Essen, Tränke, Rüstung, Waffen, Blöcke zum Hochbauen halt eventuell. Die Ender-Chest und die Ender-Augen, Flaschen, Pisten, genau, das habe ich vergessen. Wir wollen uns nämlich auch das Ender-Ei abbauen. Wenn wir schon mal in der Hölle, wenn wir schon mal eins sind, kann man ja auch mal alles mitnehmen. Und dafür brauchen wir eben auch ein bisschen Redstone. So, einen Block nehmen wir dann auch mit. Und dann brauchen wir Cobblestone drumherum. So, und ich glaube, entweder war das so oder noch mit einem Eisen. Ich bin gerade gar nicht so sicher, wie man einen Piston baut. So, wir testen das mal so. Ne, okay, dann so oder andersrum. So rum war das perfekt. Weil mit einem Piston kann man dann im Endeffekt das Ende-Ei auch abbauen. Oder man baut es halt nicht ab, sondern man macht es halt kaputt und kann es dann aber aufsammeln. Und das wollen wir ja auf jeden Fall. So, dann hätten wir das schon mal. Denn, achso, ich kann hier mal nicht den Tränken gucken. Das sieht ja gut aus. Dann brauchen wir jetzt die Geisterträne. Zack, die schmeißen wir auch rein. Und dann, also wir haben hier auf jeden Fall das zum Abbauen. Das zum Schlafen. Wir nehmen Wasser mit. Ich nehme mal lieber 2 mit. Dann haben wir hier das, um das zu finden. Die Enderkisten. Essen kann auch nicht schaden. Und die goldenen Äpfel nehmen wir mit. Den Bogen, der übel stark ist, den nehmen wir auch mit. Schaufel und Axt brauchen wir eigentlich nicht. Die lasse ich auch lieber hier zum, weil wir sollten da halt theoretisch nichts abbauen müssen. Und bevor ich die halt verliere, das wäre natürlich richtig doof. Pfeile brauchen wir. Die Tränke müssen jetzt auch fertig sein. Regenerationstränke, wunderbar. So, und ich würde sagen, ich nehme einen Regenerationstrank schon mal mit. Einen Stärketrank und einen oder 2 Heal Potions. So. Denn die Pfeile brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Dann Wasser brauchen wir. Wir brauchen noch Blöcke. Ich sortiere hier oben nochmal ein bisschen. So, oben haben wir dann die Heiltränke. Dann haben wir da unter die Stärketränke. Und hier oben machen wir dann nochmal die anderen Tränke hin. So, das müsste ja eigentlich passen. Sieht auch ganz gut aus. Alles hier sortiert, wunderbar. So, habe ich was vergessen? Was brauchen wir? Wir brauchen noch Steine auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Wir brauchen auch noch ein paar leere Gläser, denn wir können uns auch den Atem vom Drachen holen. Dann noch Enderperlen. Ich nehme auch lieber Steaks mit, weil Steaks sind, glaube ich, besser als Kartoffeln. Aber für den Notfall haben wir noch Kartoffeln dabei. So, ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Ich gucke gleich nochmal ins Buch und wir holen uns noch ein paar mehr Blöcke. So, dann haben wir, ich mache mal 3 Stacks, das müsste reichen auf jeden Fall. So, dann machen wir hier einen hin und so, und jetzt gucken wir mal, also was haben wir denn? Wir haben ein Bett, haben wir. Wir haben Essen, zack, 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 wir haben die Tränke, wir haben die gute Rüstung, wir haben auch die Waffen, wir haben die Blöcke, wir haben die Enderaugen, wir haben die Enderchest, wir haben die Flaschen, wir haben den Pissen und wir haben Wasser. Also haben wir damit alles.
So, und das bedeutet, wir können los. Wir lassen das Buch nochmal hier, schlafen nochmal eine Runde, verabschieden uns von den Hunden und von den Bienen, die hoffentlich nicht mehr böse auf mich sind. Und dann zeige ich euch, wie man das Ende findet. Und dann geht's los. So, nochmal schnell hier eine Runde pennen. Zum letzten Mal, vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht kommen wir wieder. Mal gucken. So, und jetzt schnappen wir uns das hier und das hier, weil ich 12 davon mal hier hin tue. So, weil die brauchen wir halt vielleicht, wie gesagt. Und dann schauen wir nochmal hier zu den Hunden und zu dem Dorf. Ja, okay, da fällt mir der Abschied aber zu schwer. Ich sage hier mal tschüss. Guck mal, ob die Bienen noch böse auf mich sind und dann suchen wir das Ende. So. Sind die Bienen noch böse auf mich? Sieht nicht so aus. Ich wusste gar nicht, dass sie böse sind, wenn man denen das Honig klaut oder den Honig. Und da ist auch Honig drin, naja. Gut, gut. So. Also, um das Ende zu finden, brauchen wir jetzt, wie gesagt, die Enderaugen. Und wenn man die nämlich jetzt mit Rechtsklick benutzt, dann werden sie in eine Richtung fliegen. Und in der Richtung ist dann quasi das Ende. Und das Ende ist halt meistens, ich habe mal gelesen, aber wer weiß, ob das stimmt, dass es nur dreimal pro Welt spawnt. Und dementsprechend muss man halt meistens einen weiten Weg laufen. Und ich laufe jetzt hier einfach mal zu irgendeiner Fläche, wo wir dann halt mal hochwerfen können. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze finden. So, also ich mache jetzt einfach das Enderauge, mache Rechtsklick. Und in irgendeine Richtung müsste es jetzt geflogen sein. Okay, da lang. Das bedeutet, wir müssen in diese Richtung hier. Und das fällt jetzt hier wieder runter und wir können es einsammeln. Und ich laufe jetzt halt erstmal ein Stückchen in die Richtung und dann werfen wir das nächste und dann gucken wir mal. Und so nähern wir uns dann im Endeffekt dem Ende an. Und ich würde sagen, ich schneide jetzt einfach, weil wie gesagt, das könnte, ich kann ja mal gucken, wir sind jetzt gerade bei 600 und 200. Und dann schauen wir mal, wie weit es im Endeffekt weg ist. Aber ich werde jetzt halt nur in die Richtung laufen und versuchen, das zu finden. Und dann sehen wir uns, wenn ich es hoffentlich gefunden habe. Also bis gleich. So, ich bin jetzt hier insgesamt noch ein paar tausend Blöcke gelaufen und wir sind jetzt hier auf einem Berg gelandet und die Enderaugen scheinen hier in den Berg reinzufliegen. Ich kann euch das mal zeigen. So, wenn ich die jetzt mache, dann fliegt sie, oder fliegt sie nur in diese Richtung? Das kann natürlich auch sein. Aber theoretisch laufe ich jetzt wieder entgegen in der Richtung, in der ich gekommen bin. Also war ich wahrscheinlich schon da, aber habe halt zu lange gewartet und dann bin ich halt drüber gelaufen quasi. Ich guck mal, das wäre natürlich richtig blöd, wenn das hier auf der Spitze von so einem Berg wäre. Ich schmeiß hier oben jetzt nochmal eine, mal gucken, wo die hingeht. Die geht wieder zurück, das bedeutet, hier irgendwo muss das Ende sein. So, ich schmeiß jetzt nochmal eine, mal gucken, wo die hingeht. Die geht noch weiter in die Richtung, wo wir gerade herkommen. Die ist jetzt einfach kaputt gegangen. Okay, ich schmeiß nochmal eine. So, die geht jetzt nach hier. Das bedeutet, eigentlich müsste ja dann hier irgendwo der Weg nach unten gehen. Und die hier ist jetzt, glaube ich, nach unten gegangen. Wir buddeln uns jetzt einfach mal hier nach unten und gucken, was wir hier finden. So, und ihr kennt natürlich die erste Minecraft-Regel, niemals gerade nach unten bauen. Das bedeutet, wir machen hier erstmal so ein zweidickes Loch und hoffen mal, ob hier unten das ganze Ding ist. Also wir waren ja eben noch bei 600, glaube ich, und 200 und jetzt sind wir gar nicht so weit weg davon tatsächlich. Also irgendwie, keine Ahnung, 1500 Blöcke oder sowas. Das geht ja eigentlich noch, vorausgesetzt, das ist ja auch wirklich. Sonst fühle ich mich jetzt ein bisschen dumm, hier in den Berg reinzubuddeln. So, bestimmt fallen wir gleich einfach in Lava und sterben. Das wäre doch mal ein gelungenes Ende für diese Folge, oder? So, mal gucken, die Spannung steigt. Wir sind schon auf Ebene 75. Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich noch runterbuddeln. Wie gesagt, also die Meereshöhe ist irgendwie 63 oder sowas, oder 65. Ich glaube 63. Das bedeutet, wir sind halt, wie gesagt, gerade in dem Berg und deswegen bauen wir uns jetzt ewig lange runter. Und kriegen ja auch noch ein paar extra Steine. Das ist natürlich auch praktisch. Wobei die wahrscheinlich einfach nur Platz im Inventar wegnehmen, also die lasse ich wahrscheinlich dann irgendwo da. So, mal gucken, wie tief das hier noch runter geht. Wir sind jetzt schon auf Ebene 45. Und hier haben wir schon Endsteine. Uff, uff, uff. Das bedeutet, hier könnte irgendwo tatsächlich das Ende sein. Und wir haben es betreten, das Ende. Hier geht es anscheinend weiter nach unten. Uff, uff, uff. Und was haben wir hier? Ein Lavasee. Und hier ist eine Kiste. Cool, da können wir natürlich erstmal unsere Sachen reinschmeißen. Und da kriegen wir auch nochmal ein Ende. Oh, das ist ja eine ganz schön traurige Kiste. Da ist ja nicht wirklich irgendwas drin, was wir benutzen können. So, wir sind jetzt hier in einer Festung, in einem Stronghold. Und hier müssen wir jetzt halt noch den Raum finden, wo das Enderportal ist. Und wie ihr gesehen habt, hier gibt es natürlich auch Kisten, die man looten kann. Und hier gibt es auch ansonsten halt coole Steine und ja, eigentlich gehen die Enderaugen halt direkt zum Ende hin. Und die nehmen wir nochmal mit. Und das bedeutet, wir gehen da oben lieber nochmal hin, bevor wir das hier looten. Wie gesagt, hier kann man natürlich auch wieder alles Mögliche finden. So, aber wir wollen ja das Ende finden. Das bedeutet, wir müssen dahin, wo wir hergekommen sind. Das wäre hier irgendwo. Jetzt suchen wir mal hier das Ende. Wo könnte man denn hier noch entlang gehen? Ich schnapp mir mal ein paar Blöcke. Und wir erkunden hier einfach mal. Könnte natürlich hier vorne schon mal sein. Über dem Lavasee. Oder hinter dem Lavasee. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein Gefängnis.
Eine Gefängniszelle sind da Kisten? Nee. So, wo geht's hier noch hin? Hier ist ein Spawner! Lol, hier ist einfach ein Spawner in einer Festung. Okay, und wir haben hier eine Musikplatte, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, das ist ja schon mal ganz schön. Das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Krass. Okay, da ist ein Creeper, den wollen wir nicht töten. Oder wir wollen ihn schon töten, aber wir wollen nicht gegen ihn kämpfen. So, ich könnte natürlich jetzt noch eine Enderperle schmeißen. Oder eine Auge, meine ich. Mal gucken, in welche Richtung das dann geht. So. Da lang müssen wir, okay. Das bedeutet, wir gehen auch hier lang. Hier ist ja direkt. Oh, schnell durch. So müssen wir jetzt hier. Ich kill den erstmal, bevor der uns hier Stress macht. Perfekt. So, und der geht da lang irgendwie, okay. Wir gucken mal, wo es hier lang geht. Ich buddel mich hier einfach mal ein bisschen entlang. Oh, hier ist noch eine Mauer. Hier ist noch eine Mauer. Hier geht's weiter. Oder, nee, hier waren wir doch eben schon. Hier waren wir doch schon. Dann müssen wir hier weiter. Geht das hier weiter? Ich schmeiß noch mal eine. Und die ist jetzt wohin gegangen? Oder müssen wir hier nach oben? Das kann natürlich auch. Hier sind noch Partikel gewesen. Also vielleicht hier nach oben oder hier nach unten. Man könnte jetzt, wie gesagt, einfach rumlaufen und halt so das Ende suchen, aber wir buddeln uns jetzt mal hier in die Richtung. Ich guck mal, entweder, wie gesagt, ich glaube, ich buddel mich lieber nach unten. Ich glaube, unten ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir das da finden. So, und hier haben wir tatsächlich noch einen Gang. Und wo drüber einfach der Lavasee. Und hier ist auch das Endportal. Jungs, wir haben es gefunden. Hier ist das Endportal, das ist das Endportal. Und es ist richtig schlecht gelaufen. Hier ist nicht eine einzige Enderperle drin. Dafür haben wir hier einen Silberfisch-Spawner. Super nervig. Ja, ich glaube, ich lasse den noch da, damit wir gleich ein cooles Thumbnail da schießen können. Wir gucken nochmal hier, was wir in den Kisten finden. Krass, noch eine Enderperle, gut. Also, so geil sind die Kisten hier tatsächlich nicht. Aber auch, dass hier einfach ein Spawner ist, das ist schon gewaltig. So, wir erforschen das Ganze jetzt aber nicht, sondern wir machen da jetzt erstmal ein Foto von. Das bedeutet, ich muss hier mal auf normal stellen. Zack. Und dann machen wir das mal so. Oder ich mache später noch ein Foto, das können wir natürlich auch machen. Ich springe hier mal hoch. So, mal gucken, wie das dann später aussehen wird. So, wir machen jetzt erstmal hier ein Dings vor. Wir machen noch den Spawner hier kaputt, damit hier nichts uns nervt. Jetzt schmeißen wir da immer erstmal das ganze Zeug an, was wir nicht brauchen unbedingt. So, und ich mache erstmal hier wieder das FOV höher. Dann schauen wir uns eine Enderkiste und ein Bettchen und gucken mal, ob wir schlafen können. Okay, wir können nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Das ist natürlich auch doof. Dann baue ich das mal in die andere Ecke vielleicht. Weil, wie gesagt, dann haben wir hier unseren Spawnpoint und das ist natürlich super praktisch. Und hier können wir tatsächlich schlafen, sehr gut. Also, falls wir jetzt sterben, sind wir dann halt hier statt zu Hause. Und dann ist es natürlich sehr viel angenehmer. So, wir bereiten uns jetzt vor. Wir schnappen uns mal die ganzen Tränke und tauschen die dann aus mit den Sachen, die wir hier gerade gefunden haben. Wobei wir das hier zum Beispiel nicht brauchen. Wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Enderperlen schnappe ich mir mal. Einen Stärketrank können wir eigentlich direkt nehmen. Regeneration auch. Die stapel ich dann mal hier oben. Die Enderaugen brauchen wir auch. Goldäpfel brauchen wir. Dann brauchen wir das gute Essen. Und Wasser kann eigentlich auch nicht schaden. Ich tausche mal hier den Stärketrank. Den nehmen wir schon mal. Der geht 8 Minuten. So, zack. Dann mache ich da Wasser hin. Und ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Ich glaube, wir haben alles. So. Das bedeutet, wir können jetzt das Tor aktivieren quasi. Dafür müssen wir mit den Enderaugen hier diese Dinger befüllen. Zack, zack, zack. Oh, das Geräusch ist auch voll geil. Und wenn wir jetzt gleich das letzte Enderauge reinplatzieren, dann kommt hier das Portal, mit dem wir dann ins Ende kommen. Zack. Und da haben wir es. Wir können jetzt ins End. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich wollte euch ja nur zeigen, wie wir herkommen. Und von daher würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Portal in die Kommentare. Und dann freut ihr euch hoffentlich genauso wie ich euch auf die nächste Folge, wo wir den Enderdrachen bekämpfen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und ciao.